Was passiert, wenn ich die anschieße? Weiter geht's. Ich hatte eine kleine Pause und hab das Gefühl, ich habe schon wieder alles vergessen. Aber eins ist klar, wir bleiben auf der Suche nach ganz viel Polymer, denn ohne Polymer geht gar nichts. Ich glaube, hier ist nichts. Ich wusste es. Immer an Orten, wo man es nicht vermutet. Oder eigentlich doch. Hauptsache ein Schutzhelm an. Auf. Wait, is that a dead Combine soldier? Yeah. Sie. When you guys were off doing the reactor, I saw the Combine moving supplies in here. So. Kann man die Maske nehmen? Ich glaube nicht. Mal schön alles angucken. Okay. Gut, Munition ist voll. Gut. Wollen wir mal. Das. Alex, Manhack, watch out! See it. Easy. Was ist das? Ach, das sind wahrscheinlich die Dinger, die hier rumfliegen. Scheinbar. Ja, jetzt könnte ich Licht gebrauchen. Weil ich sehe nichts. Jetzt habe ich eine Taschenlampe und dann funktioniert sie nicht mal. Oder ich... Ich weiß nicht, wie man die anmacht. Na gut. Na gut, Polymers würden ja leuchten, das würde ich ja merken. Denke ich mal. Die kann man, glaube ich, nicht über... Ah, kann man nicht übersehen. Okay, so, right now, what it's like to live on Earth on a scale of 1 to 10? I'd say right at 2. Yep, could always get worse. What would you rate it before the Combine showed up? Ooh, that's a toughie. I don't know. Good day? I'd say 6. Yeah, strong 6. 6? That's not great. No, that's life, Alex. You know, it's not always great. Well, maybe we get the Combine off Earth and we'll shoot for, like, an 8. You know? Oh, yeah, really ein neues Spiel. Really nice. Okay. Ah, ich glaube, das ist so wie Memory. Hätte ich mir davor alle merken sollen. Ist das mit dem und das mit dem? Easy. Mal gucken, was wir hier finden. Das kann man natürlich aufmachen und Magazin. Und ein schweres Gerät. Na, kann man das eigentlich mitnehmen? Nein.
Pru. Ah, da ist schon wieder die Wand. Ups. Das war ich nicht. Ganz sicher. Hier ist sonst nichts mehr. Na gut, aber dich nehmen wir mit. Es tut mir leid, Kleiner. Jedes Mal ekelhaft. Aber trotzdem danke. Also scheinbar geht's da runter. Okay. Oh, Tracking. Tracking flippt gerade ein bisschen. Oh, es war so klar. Geben Sie mir wieder meinen Polymer zurück. Danke. Kann man eigentlich Lichter ausschießen? Schade. Na gut. Fehlt kein Weg drumherum. Wir müssen da runter. Nee, kann man nicht. Oh je. Ich. Nicht mehr Munition hast du. Armes Schwein. Und Sie? Haben Sie Munition? Sehr gut. Kann nie genug davon haben. Ich will jetzt nicht unbedingt Munition dafür verschwenden. Nur in der Hoffnung, dass vielleicht ein bisschen Munition zu ergattern ist. Nachher ist da nichts. Geil. Wie dumm kann man sein? Da auch noch reinzulaufen. War ich da lang oder da lang? Geh mal da lang. Taschenlampe! Wie kann man... Die Lampe... Ich glaube, die Lampe geht automatisch an. Wehe, du lebst. Lebst. Keine Jumpscares heute. Hey, gar nicht gebrochen. Wie alles leer gefegt hier. Ah.
Na gut. Was machen wir die hier? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass da was drin ist. Und nichts. Na gut. Auch nix. Oh, come on. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Puh. Boah, ich muss Treffen üben. Gott, bin ich schlecht. Schon besser. So ein fucking Laservisier wäre nicht schlecht. Auf den Weg, ich bin Arzt. Hier ist Krieg und du siehst nicht schön aus. Ich muss nochmal hier zurück, weil ich glaube, hier könnte was sein. Neben diesem komischen Menschen. Ja, natürlich ist da was. Ist doch Klärchen. Ihr habt's immer gewusst. Was läuft da? Ah, nichts. Okay. Ja gut, so könnte es passen. Ich muss mich nur wieder ans Visier gewöhnen. Ja, also auch wieder. Gell? Muss ich da hoch? Ein leerer Raum, das kann ja nicht sein. Da ist doch bestimmt irgendwas, müsste doch hier bestimmt sein. Nicht sein, dass einfach hier so ein Raum, ein leerer Raum ist. Naja, was soll's. Schreck mich doch nicht, Olaf. Und Herbert. Na, schlecht. Shit. Kacke. Shit, ey. Ein bisschen nervös. Oh, jetzt ist neu noch einmal. Na, geht doch. Ist es tot? Jetzt habe ich so viel Munition verschwendet dafür. Baller, viel zu viele Munition. Wo ist es Teil? Wo ist es hin? Da. Ach. Viel zu viele Munition verballert. Schau mal, wir haben noch hier Shorty.
Aber die gefällt mir nicht so. Warten wir lieber für den Notfall. Viel zu viel Munition verballert. Ach, Mensch. So eine einfache Brechstange würde mir auch reichen zum Kloppen. Aber ich will ja nicht so sein. Nee, da kommen irgendwelche Sackdrohnen. Das war ein guter Wurf. Also bei dem Munitionenverbrauch, den ich zutage lege, bin ich 0, nichts tot. Da ist eine Tür, da kann man rein. Gucken wir auch gleich mal. Nee. Ich traue dem Ganzen nicht so. Ich bin so froh, dass ich schon auf meinen Controller habe. Irgendwas mache ich noch kaputt irgendwann. Na gut, dann wollen wir mal rein. Super. Wenn jetzt hinter mir was gekommen wäre, dann hätte ich gelitten. Ich ziemlich gelitten. Der Boden ist Boden, der Boden ist Boden, okay. Scheiße. Dingens, bei dem ich den Namen vergessen habe. Ja, da ist doch ein Dingens.
wie ich das hasse. Okay, ganz ruhig. So, when we get the Combine off of Earth, what are you gonna do? I'm going full production mode on the Russells, of course. Oh, of course. You'll be sitting on a landmine. Gold mine, yep. So here's the plan. Conservative estimate, I think a 1 year is unconquered by the Combine, get them off the planet. So that's year one, then another year to mass produce the Russells. Although, just quietly, we will need to rebuild society first, you know, to get some basic infrastructure, jobs, money, that sort of thing. Otherwise people won't be able to buy them, you know. So, Sorry, ich kann dir leider gerade nicht folgen. Ich bin gerade ein bisschen unentspannt. Hier ist auch nichts. Da müssen wir scheinbar durch. Okay, und los. Ja, nee, mal gut, Russische Gabarit. Was passiert, wenn ich die anschieße? Alex? Gut, dass ich es nicht machen würde, weil ich ja mutig bin und nie auf dumme Ideen komme. Also, fuck it, rein geht's. Weg das hin. Mission. Dann füllen wir gleich auf Scheiß auf. Scheiß drauf. Ist doch eh alles egal. 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 Laufen, dann geht das schon. Immerhin. Immerhin kein Headcrab auf dem Kopf. Okay. Oh, schon wieder ein Raddingens. Ja, ich habe alles im Griff. Ganz ruhig.
Wer stellt denn hier auch alles voll mit Öl? Oh, come on. Erstmal hier. Erstmal machen wir hier mal die Tür zu. Ach. Okay. So, this whole 3-year Russell plan. You think you have a job for me? Job? Alex? You invented the Alex. Of course you can have a job. We could be partners. Oh, man. Well, there would be stock options. 5 to 10 year vesting period, obviously. Could be very lucrative for you, Alex. Long term. I don't know what any of that means, but sounds good, partner. Yep, sounds good. Alex? Come on. Ich glaube, das hat funktioniert. Ah, theoretisch. Ah, ja, das war blöd. Theoretisch hätte ich warten können. Gebe ich zu. Ich will nicht klettern. Oh, ernsthaft? Na gut. Gerade ziemlich hoch konzentriert, kann gerade nicht viel reden. Wieder keine Munition. Alles geizig.